Ja, so geht's auch. Lass mich rein. Ja, ich bin drin. Kann ich mit dir reden? Okay, jetzt. Okay. Notenblatt. Sehr gut. Okay, haben wir hier noch was? Ich bräuchte unbedingt noch einen Energy Drink. Ich weiß nicht, wo ich den finde. Hui. Haben wir hier. Merken. Dieser Baum ist ein Wissenschaftler. Das stimmt. Die Menschen hätten das so gewollt. Okay. Aber eine Hand schläft ein. Ich bin es nicht mehr gewohnt, am Controller zu zocken. Okay, Elliot. Haben wir sonst noch irgendwas? Da steht 8801. Vielleicht gehört ja das zu dem einen Safe. 8801. Müssen wir uns mal merken. Kann ich dir helfen? Ja, natürlich, Elliot. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Toshima BR-2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Klar. Ich kann meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so. Ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke. Haha. Wie gut, dass ich ein Poncho habe. Wo ist er? Da. Bams. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. So bin ich. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Okay. Reparierter Peilsender. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Ja, danke schön. So, wie war der Code jetzt nochmal? 8801, ne? 8801. Ah, passiert da noch was? Nein, ne? Ich kratze mich einfach durch die Tür. 8801. 8801. Die Frage ist, wo war das jetzt nochmal? Ich kenne sie noch nicht. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren. Die Weichen. Wir sind hier gefangen für immer. Tut mir leid. Vielleicht nicht für immer. Ich bin ja dran. 8801. Nein, nein. 8801. Wo war das jetzt, ist die Frage. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Wer ist er denn? Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tausch, dort gibt es für jeden was. Ja, aber hat er was Neues vielleicht? Der hat ja nur noch das eine Ding. Das Relikt hier von den Menschen. Und mir fehlt eine Dose Energy Drink, um das zu bekommen. Ah, neues Notenblatt.
Wow, kann er richtig sliden. Okay. Okay, probieren wir es einfach. 8, 8, 8. Ich habe keine 0. Okay, das ist schlecht. Okay. Hätte ja klappen können. Aber wir haben ein neues Notenblatt. Notenblatt. Zeig, was du kannst. Okay. Das war wenig. Was soll ich jetzt machen? Kann ich jetzt in die Kanalisation? Okay, dann müssen wir noch mal zu Seamus. Ist hier hinter vielleicht noch irgendwas? Schade. So langsam kennt man sich hier aus. Beschwer dich nicht. Seamus. Natürlich. Wo ist er denn? Da. Richtig angepisst. Das sieht auch ganz cool aus, das Spiel, ne? Wachst im Dunkeln, du brauchst die Sonne nicht. Okay, weiter geht's. Oh nein, da sind schon wieder diese Katastropheneier. Ganz leise, ganz ruhig. Doch, du schaffst das.
Okay. Ah ja. Außenweltlerabzeichen. Ich werde dir die Tür öffnen. Sehr freundlich. Okay. Uiuiuiui. Ah ja. Oh, ein Auto? Ein Auto. Ein Dreirad. Wie heißen die Dinger nochmal in Japan? Was haben wir hier? Ja, die Mauer ist echt gewaltig. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Okay. Ganz ruhig. Sackgasse. Wuhu! Oh nein. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Weg, weg. Ja. Diese Agro-Viecher. Ah. Na, 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 na. Die sind echt. Ha! Hab ich auch gelacht. Na, springen! Ach, jetzt muss ich die wieder. Nein, 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 nein! Wow! Boah, war das ein Glück. Boah, oh, hab ich nochmal Glück gehabt. Der war gut. Okay. Ah, das ist giftig hier. Und nun? Okay, das bringt mich nicht weiter. Okay. Okay, müssen wir nochmal zurück. Okay. Sehr cool. Auf, Mizi. Also okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Hauptsache, die Mistviecher kommen nicht. Aua, wieder Fusi. Komm. Einmal abschlabbern, dann läuft das wieder. Okay, zack. Ja, Mizi ist hart im Nehmen. Okay. Na. Haben wir hier noch was versteckt? Aha. Der ist nicht mehr. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln.
In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Docs suchen. Okay. Suchen wir Doc. Hopp. 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 Oh nein. Hopp. Überall Eier. War das mal Marktplatz hier? Gegenstand verwenden. Energy, ja. Es ist ein Stromgenerator, aber scheint ein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Ja, okay. So viel ist safe. Gehen wir mal gucken. Wo das Teil sein könnte. Oh nein. Ganz langsam. Das sieht nicht gesund aus hier. Das sieht nicht gesund aus. Kommen wir irgendwo hoch? Okay, da kommen wir rein. Aber ist hier vielleicht noch was? Nein, ne? War nur die andere Gasse. Okay. Da. Warum komme ich nicht rein? Lass mich rein. Die sind aber auch, ne? Die haben so ein bisschen was wie die komischen Zecken von Half-Life. Ganz ehrlich. Okay, wir brauchen einen Stromgenerator. Dieses Teil für den Stromgenerator. Da ist Doc. Ne? Ja, so sieht er aus. Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defloxer zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ja, du bist ein bisschen rostig, Kollege. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Mizi macht das schon. Was haben wir denn da? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Die waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagte, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Wo kriege ich die beiden ersten Erinnerungsstücke noch her? Der ist leer. Hopp. Hier. Die Tapete abkratzen. Nein, passiert nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Was haben wir hier? Hier, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Surks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Surks hier
ist es zu gefährlich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator reißt und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeig dir, was du tun musst. Alles klar. Ja, genau dann, wenn ich da gleich hin will, dann kommen die ganzen Viecher. Okay. Nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Okay. 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 Ja, viel Glück. So, das werden wir aber morgen machen, weil ich werde jetzt erstmal aufgehen. Denn dauert nicht mehr lange bis Weihnachten und ich muss noch ein bisschen einkaufen. Und ich habe keine Lust, das alles auf dem letzten Drücker zu machen. Also vielen Dank, Leute, dass ihr bei mir wart, ein bisschen zugeschaut habt. Das Spiel ist eigentlich recht cool bis jetzt. Also mir gefällt es sehr cool. Mir gefällt es sehr cool, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und vielleicht sieht man sich in irgendeinem anderen Stream nachher. Ciao, ciao. We'll be right back.